So, hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pitfall. Die verlorene Expedition. In der letzten Folge sind wir hier über dem Urwald abgestürzt mit unserem Flugzeug. Und ich denke mal, der Plan, wir zeigen jetzt erstmal irgendwelche Überlebenden zu finden. Und hier geht es ja laut Anzeige... Oh mein Gott. Ja, kann ich die... Okay, die kann ich einfach so... Kann ich... die einfach da runterwerfen. Das scheint zu funktionieren. Ja, laut dem Anzeigeding ist hier ja das Flugzeugcockpit, wie ihr jetzt ja auch schon seht. Ich wollte nur meinen Satz von vorher fertig bringen. Wie komme ich da hoch? Kann ich da vielleicht... Moment, wie war das? Wie konnte ich... die Liane anhalten. Ah ja, genau, mit dem C-Knopf. Dann muss ich mich drehen. Ich glaube, wir mussten halt... Nein, 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 nein. Und jetzt nach oben. Ah! Ich habe gerade leichte Probleme mit der Steuerung. Ich glaube, man merkt es ein bisschen. So, jetzt! Ich meine, wir konnten uns einfach oben auf die Nase des Flugzeugs drauf schwingen. Ah, so funktioniert es auf jeden Fall nicht. Ich habe gerade gemerkt, wie ich mit der Liane mitgeschwungen bin. Das ist natürlich auch gut. Was war das? Hallo? Ach so. Ja, die... Nein, ich sollte vielleicht nicht ganz so hoch. So vielleicht... Könnte das... Das sieht gut aus. Das sieht richtig aus. Glaube ich. Oder kann ich vielleicht... Moment, ich bin, glaube ich, nicht von ganz unten abgesprungen, als ich darüber geschwungen bin. Das könnte tatsächlich funktionieren. Ich habe... Ja, das funktioniert. So. Genau. Halt... Und da durchkugeln. Oh! Made it. Any other survivors? The doctor, Mr. Leach, went off to find the others. Now they took that tank, the Gizmo 85. Yes, a real improvement over the Gizmo 84. Follow the tracks, I'm sure you'll find them. Will you help us locate everyone? I get to rescue the girl? I suggest you let her think she rescued herself. Here. You might try gathering water from that pond out there. Oh, it's very clean. Tasty, even. I think it may even possess healing properties. And it looks like you could use some healing. Thanks. Then follow those tracks. Me, I've got a fly. Wohin ist der jetzt unterwegs, der Bittenbinder? So, die anderen sind wohl mit dem Panzer losgefahren, wo auch immer der... When I found out that Bittenbinder had survived the crash, I decided I'd follow his tracks to see if I could hitch a ride. I didn't know my choice would ultimately lead me to becoming lunch for a demonic jaguar. So, off I went with my new canteen in hand. So, ja, wir haben... Halt! Die Flasche erhalten. Ja, Bittenbinder und die anderen sind auf der Suche nach Überlebenden. Die anderen sind da mit dem Panzer losgefahren. Da werden wir auch gleich die Spuren sehen. Sie sind... Ja, genau, da können wir das hier machen. Die Spuren sind auch schwer zu übersehen. Und wir können... Halt ja, Moment. Und jetzt müssen wir sie ins Wasser halten. Wir haben die Trinkflasche erhalten. Mit der haben wir... immer ein bisschen Heilung auf Reserve, was wahnsinnig praktisch ist. So, da können wir nochmal das Flugzeug angucken. Das sieht nicht mehr so gut aus. Ich glaube, das fliegt nicht mehr. Wir haben gerade die armen Affen einfach erschlagen. To the Native Jungle. Zum Dschungel der Ureingeborenen. Wir werden auch später sehen, es gibt zwei Arten von Ureingeborenen. Ihr habt ja auch schon gesehen, die Schamanen verhandeln ja auch mit uns. Es gibt nette und eher weniger nette. Das hier
sind die eher weniger netten. Halt. Das hier sind die eher weniger netten. Die uns hier versuchen. Und wenn wir jetzt so nah sind, versuchen sie es gar nicht mehr auf die Tour. Ach, ich muss ihn. Moment, ich muss ihn sweep kicken. Was? Mit der GameCube-Tastenbelegung tatsächlich gar nicht so gut funktioniert. So. So, jetzt hat es funktioniert. Und wir brauchen direkt ein bisschen Heilung. Wow. So, folgende Problematik. Ihr seht es vielleicht schon. Brüllaffen. Sehr viele Brüllaffen. An denen wir uns vorbeischleichen müssen. Tilt lightly to sneak. Das habe ich ja vorher schon versucht. Nur ist das auf dem Controller auch gar nicht so leicht, den Übergang zwischen Laufen und Schleichen zu finden. Und wir müssen auch aufpassen, dass wir denen nicht auf den Schwanz treten oder so. Da müssen wir darum. Ganz sneaky, dass Harry, das geht etwas schneller. Da sind natürlich heutzutage einige Controller ein bisschen präziser als damals, 2004 oder 2005, was das angeht, wie stark man den Controller antippt. Und wir sind vorbei. Sehr gut. Hier sind ein paar Aufsteller. Komm. Kannst du nicht einfach... Danke. Zack. Sehr schön. Einen Abgang machen. Ich finde es auch schön, die Mäuler da im Boden, falls ihr euch so denkt, so, hä? Die passen ja überhaupt nicht hier rein. Ah, da müssen wir außen ran vorbei. Es ist eine sehr schöne Anspielung an die originalen Pitfall-Teile. Die 2D-Plattformer waren, da war das so... Wie komme ich hier weiter? Ah! I see. Da waren das so... Nicht das Haupthindernis, aber das waren so mit die Haupt... Hindernisse doch. Zack. So, ich glaube, in die Schlucht rein wollen wir nicht. Also zuerst erledigen wir dich mal. Zack. Wunderbar. Ah, jetzt sind wir hier gerade über die Schlucht drüber. Da sind wir gerade durchgeschlichen durch die Schlucht. Huch, da geht's direkt runter. Habe ich mich gerade ein bisschen erschreckt. Kann ich da hinten außen rum? Da können wir einfach ganz gekonnt einen Bogen um das Loch im Boden machen. Ich meine auch, die haben tatsächlich... Ah, da sieht man nichts. Schade. Ich meine, man sieht auch, dass die Dinger Zungen haben. Oh, das ist fies. Das ist fies. Oh, bitte noch mehr. So, einer down. Wo ist der nächste? Da ist der nächste. Zack, zack. Aua, der hat mich getroffen. Uncool. Bleib stehen. Bleib stehen. Zack. Drei. Vier. Fünf. Es müssten alle gewesen sein, oder? Ja, wundervoll. Es hat auch super funktioniert. Und wir wurden nur einmal getroffen. Ich bin stolz auf mich. Zum Altar von Huitaka, glaube ich. Zeige mir, wie du heißt, Altar.
Baba. Ist nochmal angezeigt. Huitaka, ja, richtig. Und das ist so der erste größere Hub quasi. Das heißt, von hier... Hier gibt's recht viel von Anfang an zu entdecken, aber... Von hier aus geht es halt in ganz viele Richtungen weiter. So, ich heile mir mal ganz kurz das eine Leben, das ich verloren habe. Wir können zuallererst... Ah, da können wir nicht durch. Da war, glaube ich, an der Seite irgendwo ein Eingang. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich erinnere mich wohl nicht richtig. Wo war dann der Eingang? Wie war das denn? Oh, ich erinnere mich nicht mehr. Mussten wir da irgendwie oben rein? Vielleicht. Ich probiere es nochmal hier hinten mit einem Tritt, aber das wird auch... Nee. Nee. Ganz offensichtlich nicht. Da können wir noch nicht weiter. Da brauchen wir eine Fähigkeit für. Wir können uns hier ein bisschen rumschwingen. Da kommen wir auch oben auf den Altar drauf. Bin mir nur gerade nicht sicher, ob es uns schon was bringt. Doch, eigentlich schon. Was ich hier bei Pitfall auch echt gut finde, ist, wie man in der Luft nachkorrigieren kann. Wenn man schon abgesprungen ist und nicht genau in die richtige Richtung. Springen, Moment, ich muss ganz kurz die Hand frei machen. Mit einer Flasche in der Hand bediente sich die Hebel schlecht. Das ist ein altes, eingeborenen Sprichwort. Oh. Oh. Die sehen nicht friedlich aus, die Kollegen. Ich glaube, an denen müssen wir etwas aggressiver vorbei. Oh. Oh, waren das gute Treffer. Zack. Zack. Das war clean. Also Entschuldigung, wenn das nicht... Huiuiui. Ja, da brauchen wir die Schlinge. Jetzt bin ich mal am überlegen, ob es da oben noch was gab. Ich bin jetzt so voreilig da runtergesprungen, um die Gegner zu erledigen. Wo geht's denn da lang? Nee, da geht's gar nicht. Da geht's zur Battered Bridge. Zur beschädigten Brücke. Ich meine nämlich, da oben war noch was. Ich meine mich zu erinnern. Aber so gut sind meine Erinnerungen auch nicht mehr. Ich habe das gespielt. Wann habe ich das... Wann war das denn? Ich weiß, also es waren so die zwei Spiele. Meine Eltern haben sich recht früh getrennt. Und ich war am Wochenende immer bei meinem Vater, weil mein Vater ein Stück weg gewohnt hat. Und ich deswegen von meinem Vater aus sehr schlecht in die Schule gekommen bin, konnte ich halt nur am Wochenende zu meinem Vater. Und da haben wir immer... Komme ich da ran? Ja. Und da haben wir immer PlayStation gespielt, weil daheim hatten wir nur unseren Gameboy. Mein Bruder und ich, wir hatten beide Nintendo DS und hatten wir noch einen Heimcomputer, aber meine Mutter ist halt so... Mit Technik nichts am Hut. Wisst ihr Bescheid. Der war dann auch... Ja, hätte wahrscheinlich Tetris draufgeleckt. Auf dem Computer, der war... Nein! Oh Gott. Herzinfarkt. Das funktioniert. Das heißt, daheim haben wir... Nee, Moment, ich hatte zuerst meinen Game Boy Advance und später dann meinen DS. Das waren so die Spielkonsolen, die ich zu Hause hatte. Ganz später hatten wir dann auch eine Wii. Aber das kam dann erst ganz spät dazu und so. Mein Vater hatte halt eine PS2. Und es war eigentlich so die meisten Kindheitserinnerungen, die ich mit meinem Vater eigentlich verbinde, ist, dass wir gegeneinander Need for Speed gespielt haben oder versucht haben, in Pitfall weiterzukommen, weil mein Vater halt auch nicht so ein Videospielgenie ist. Also das sind so die schönsten Kindheitserinnerungen quasi, die ich mit meinem Vater verbinde, dann zusammen an den Pitfall-Rätseln gekniffelt zu haben. Mein Vater ist... Alter, der stand auch oft auf dem Schlauch, was sowas angeht, beziehungsweise tut's immer noch, steht immer noch hart auf dem Schlauch, was sowas angeht, was so Rätsel in Spielen angeht. So, wir kriegen für einen Idol, für eine Götze, kriegen wir einen Canteen Max, also einen Balken mehr in unserer Flasche.
Smash Strike kostet 10. Die Native Notes, Cavern Notes, Mountain Notes sind, glaube ich, Karten oder ein Mystery Item. Komm, gib mir mal das Mystery Item. I'm not sure what this is. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber es erinnert mich an eine einfachere Zeit. Eine Zeit, wenn alles, worum ich mir Sorgen machen musste, über Krokodilköpfe und gierige Geizhälse zu springen war. Also das ist eine Anspielung an die originalen Pitfall-Teile. Und dabei liegt eine Notiz, wie ich es zu benutzen habe. Ich muss den Punchern schreien und eine Fackel finden. Komm, gib her, was auch immer das ist. Head to the Punchan Shrine in the heart of the jungle. Wir müssen den Punchan Shrine in der Mitte des Dschungels, im Herzen des Dschungels, so heißt ja das Gebiet auf der Karte, um unsere neue Errungenschaft auszuprobieren. Jetzt will ich ganz kurz gucken, der Punchan Shrine, waren wir da schon? Heart of the Jungle Native. Unexplored. Native Jungle Playing. Punchan Shrine waren wir schon. Das war das mit den hochfahrenden Plattformen, glaube ich. Aber da müssen wir eh nochmal hin. Außerdem brauchen wir eine Fackel dafür. Steht ja dran. Das heißt, es bringt uns eh noch nichts. Dann würde ich sagen, folgen wir in der nächsten Folge weiter den Panzerspuren. Auf der Suche nach weiteren Überlebenden, auf weitere Überlebende zu treffen, weitere Überlebende zu finden. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.